Okay, was hat Zazen mit der Qi-innere Energie zu tun? Okay, ich fange mal mit dem Andreas an. Also erstmal der Begriff Qi. Qi ist ursprünglich das, was die Chinesen benutzt haben für alles Energieartige, was sie anders nicht beschreiben konnten, wissenschaftlich. Die Hauptbedeutung von Qi ist Atem. Die zweite Bedeutung ist, ein Feuer kann man mit geschlossenen Augen spüren. Strahlungswärme. Deswegen benutze ich dieses Wort fast nie. Es bedeutet einfach alles, was man nicht beschreiben kann. Deswegen müsstest du erstmal sagen, was du mit Qi meinst. Wenn es jetzt um so Körperbewegungsgeschichten geht, das ist auch wieder amtlich, ne, sogar amtlich nach chinesischen Sutren. Du lernst erstmal den Atem, wie er sich anfühlt. Zazen, wir lassen Körper und Geist zur Ruhe kommen, bis nur noch der Körper da ist, wie er atmet. Qi. Wie er atmet, auch Qi. Qi wecken ist Bewegung, um mit dem Atem und Körper in Einklang zu kommen. Atem ist dabei wichtig. Stilles Sitzen ist Zazen. Auch. Ich sehe schon die Verbindung zu dem Gebäude des Buddhismus, und auch der Buddhismus ist in Bezug auf die Meditation die obere Grotte beim Daoismus, ja. Also deswegen ist das fast deckungsgleich. Du lernst eben, wie deine Säfte fließen. Es gab es ja, ne, in Europa auch. Das ist übrigens auch verwandt mit dem Qi-Begriff. Du lernst, dass dein Körper besser funktioniert, auch durch stilles Sitzen, weil die Aufmerksamkeit auf den Körper auch steigt. Ja. Also du lernst mehr über deinen Körper. Deswegen ist Zazen nicht mit dem stillen Sitzen zu Ende, sondern das, was ich eben gesagt habe, diese freundliche, aufmerksame Gelassenheit zieht sich durch den ganzen Tag. Und zu dem Tag gehört eben auch Bewegung. Und das wäre gut, wenn man zum Beispiel langsame Bewegung macht. Wir machen ein wenig Qigong, die 24er Tai Chi Form, ein wenig spezielles Yoga, Gymnastik, weil Yoga heißt genau das Gleiche, Körper und Geist in Einklang bringen, eigentlich ursprünglich ohne irgendwelche Gymnastik. Von daher, es gibt da gar keinen Unterschied. Du lernst über dich und dann lernst du über Wit, Qi, Qi, wie sich das anfühlt. Da gehört auch Essen dazu. Das ist quasi eins der naheliegendsten Geschichten, wie du verdaust und so. Wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich ungeheuer viele Süßigkeiten esse? Zum Beispiel. Deswegen, es ist nicht trennbar. Das eine gehört, also das Wahrnehmen dieser, halt dieser Vorgänge, ich nehme dieses Wort nicht mehr, diese körperlichen Vorgänge haben auch geistigen Zusammenhang. Da sind wir wenigstens wieder bei dem komplexen Ansatz der Psychosomatik. Körper und Geist gehören zusammen. Das eine bedingt das andere, gehört mit dazu, zusammen. Du lernst über dich und dazu gehört dieses Qi. Jetzt, wie kann ich was?
Wie kann man seine Wut in Liebe verwandeln? Kommt auf die Stärke der Wut an. Also Wut ist schon ziemlich krass. Erstmal mit Rain. Erstmal mitkriegen. Wut, du hast mitgekriegt, das ist Wut. Angucken. Das ist Wut. Ich habe Wut in mir. Wahrnehmen. Und nicht ausleben. Das verstärkt das. Es gab ja so diese Geschichte mit, wenn du wütend bist, dann hau auf ein Kissen. Wir haben in den 70ern festgestellt, ja, wenn du das machst, dann kommt eben ab und zu auch mal vor, dass du eben anstatt das Kissen dein Baby nimmst, dein Kind. Bam, bam. Ja? Weil du einübst, diese Wut auszuleben. Ja? Wegschlucken nicht, sondern feststellen, in mir ist Wut. Das ist ein Zeiger, ungeheuer wichtig. Ja? Hat ja einen Auslöser. Nummer eins, also Nummer eins ist erstmal feststellen, in mir ist Wut. Ja? Und dann sein lassen. Wut. Okay, das ist Wut. Ja. Dann kannst du nicht klar denken. Ja, deswegen brauchst du diese kurze Pause. Ja, festzustellen, das ist Wut. Ich mache da jetzt nichts mit. Ich nehme das nur wahr. Wie fühlt sich das an? Und dann rauszufinden, untersuchen. Woher kommt das? Was hier der Auslöser? Und Wut ist mehrschichtig. Das mögen Männer, mögen das nicht hören. Wut ist akzeptabel, aber darunter ist Angst. Und Angst haben Männer nicht. Aber das ist der Ursprung. Angst, weil irgendwas, entweder was Dämliches, aber normalerweise irgendwas, was die Existenz gefährdet ist. Oder man sich einbildet, dann ist es eindeutig. Weil irgendwas, was man sich einbildet, was die Existenz gefährden kann, das möchte ich nicht haben. Dann werde ich aggressiv, Wut. Jetzt haben wir das schon aufgelöst. Ja, dann bist du schon nicht mehr wütend. Weil du, und dann sich Gedanken zu machen, inwiefern hilft mir das? Das ist ein längerer Prozess. Ne, rauszufinden, wenn ich Wut in so einer Situation anwende, also erstmal intelligent anwende, das gibt es. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, hier ist Wut in mir, das ist Aggression, weil irgendwas meine Existenz gefährdet. Existenz gefährden, da sollte man drauf reagieren. Aber weise. Ja. Und dann zu gucken, dann gibt es so ein Zwischenstadium des Nachdenkens, also eine Überzeugung, wo man sagt, es gibt einfach Situationen, in denen muss ich mit Aggression umgehen. Ist so. Auf der Ebene kannst du ewig stehen bleiben. Also das ist dann schon ein Zwischenschritt. Du bist über dich dir bewusst, du hast Wut, du bist schon ein Stück weiter. Ja. Bis du dann eben schlauer wirst. Ja. Und sagst, Moment, ich gucke mir mal Situationen an, was bewirkt denn das? Ja. Wenn ich quasi wütend bin oder Aggressionen benutze sogar, ja, als Chef zum Beispiel, dann habe ich um mich herum nur lauter Duckmäuser. Die muss ich andauernd wieder anschieben. Die arbeiten nicht mehr aus innerem Antrieb, zumindest nicht, wenn ich in die Bude komme oder ins Büro. Na, weil die haben Angst vor mir. Die ganze Zeit. Die können ja rausfliegen. Ich kann, das ist ja, die Macht ist ja nicht abhängig von körperlicher. Das ist einfach nur, ich habe die Macht, dich rauszuwerfen. Dann polter ich rum, weil ich Bock dazu habe, weil ich wütend bin. Vielleicht, weil ich weiß, die Bilanzzahlen stimmen nicht. Machen zu wenig Umsatz oder sowas. Das bringt dich nicht weiter. Kein Stück. Also dann zu erkennen, Wut erzeugt immer mehr Aggression. Immer mehr, immer mehr.
Deswegen deine Frage, wie kann ich die in Liebe umwandeln? Durch diese Erkenntnis, indem du eben sagst, erstens Wut, ich brauche die Pause, sonst kann ich gar nicht nachdenken. Da mache ich nur dummes Zeug. Das ist eine Wut, die hilft mir gar nicht. Das ist schon mal gut, diese Erkenntnis, weil dann wirst du nicht mehr so leicht so wütend. Nur weil du weißt, das ist totaler Schwachsinn. Da kann ich noch nicht mal kämpfen mit. Ja? Das heißt also, da kommst du raus durch Selbsterkenntnis und rausfinden, wie sich das anfühlt. Der nächste Schritt ist dann, das ist schon in mehr Richtung Weisheit, zu merken, Aggression erzeugt Aggression. Dann habe ich immer mehr Aggression. Auf einen Kampf angewendet zum Beispiel, du triffst einen, der macht dich an, den könntest du besiegen im Kampf und nächstes Mal, wenn du den triffst, hat er 20 Freunde dabei, dann bist du der Nächste. Ja? Quatsch ist das, das bauscht sich immer weiter auf. Das zu erkennen, zu sagen, das hilft nicht weiter. Ja? Im Arbeitsumfeld nicht, in dieser Kampfsituation nicht. Nie. Niemals. Ja? Deswegen gibt es diesen sehr abstrusen Spruch, der beste Kampf ist gar kein Kampf. Und zwar nicht, weil ich so enorm stark bin, dass mich keiner mehr bekämpft. Andersrum. Ich bin so enorm stark und ich lasse mich schlagen. Was einfach Quatsch ist. Das ist natürlich eine ziemlich heftige Sache. Aber zumindest so weit zu kommen. Und dann gewöhnst du dir die Wut ab. Weil du benutzt es nicht mehr. Du benutzt Aggression nicht mehr. Es kommt in deinem Repertoire des Verhaltens immer weniger vor. Und auf der anderen Seite die Liebe. Ne, wie fühlt sich das an? Was hat das für Auswirkungen? Wir nehmen den kleinen Bruder, ne, oder die kleine Schwester, Freundlichkeit, ne, ist nämlich quasi der kleine Zipfel von Liebe, diese Freundlichkeit dir gegenüber selber und anderen einzuüben, immer mehr zuzugucken, wie das wirkt auf dich und auf andere. Ja? Das ist der Weg. Geht nicht schnell. Also erstmal mitzukriegen, wie fühlt sich das an, was hat das für Auswirkungen auf mich. Ist ja auch Stressmodus, brennt dich total aus. Wut. Ja, ist nichts auf Dauer. Ja? Du bist krank von. Also all diese Aspekte mitzukriegen, dass je länger du das weise betrachtest, das ist in allen Richtungen schädlich, sogar für dich selber. Und dann zu sagen, okay, nee, das gehört nicht mehr in meinen Malkasten hier, ne, oder in meine Werkzeugkiste, ist nicht drin. Ne, ich weiß, es gibt das, ist ein guter Zeiger, ne, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber als Handlungsmuster absolut ineffektiv. Und dann eben langsam immer mehr dazu zu kommen, zu sagen, dass die Zeit, die ich da investiere, um mit der Wut umzugehen und mit Wut zu reagieren, wenn ich das ummünze, mit mir und mit anderen freundlich umzugehen, taucht die Wut erstens viel seltener auf und mein Leben läuft besser, mir geht's besser, ich fühle mich besser, die Leute sind netter zu mir, ja, das ganze Leben ist netter. So wandelst du Wut in Liebe. Machen wir die ganze Zeit. Okay. Wut kommt aus negativen Erfahrungen von Menschen. Also wenn du dich selber als dieser Mensch bezeichnest, kommt es hin. Das ist eine Interpretation der Umwelt von dir selber. Nicht von den anderen Menschen. Es gibt Situationen, die natürlich ganz heftig sind, in denen man wütend wird. Ich auch. Ich bin nicht frei davon. Leider. Also ich brauche dann auch eine Zeit, um das wieder umzudeuten. Was ist das bei sich festzustellen? Aber der Auslöser sind nicht die anderen Menschen. Es gibt Begebenheiten, auf die du reagierst. Und diese Begebenheiten sind erstmal neutral. Du selber machst die Wut. Deswegen kannst du nicht sagen, die anderen sind die Auslöser. Weil du kannst auch anders reagieren. Intelligent zum Beispiel. Das heißt, die anderen sind vielleicht für
Gefahren oder sowas deiner Lebensgrundlage verantwortlich. Aber deine Reaktion machst du selber. Es ist eine ziemlich heftige Sache, weil das dauert ziemlich lange, das bei sich festzustellen. Ja, in gewisser Weise darf dann nicht zum Opfer werden. Ja, das Problem ist nur, wenn, also das ist formal richtig, aber du hast das schon wieder negativ formuliert. So rennst du quasi in deine eigene Falle. Ne? Darf nicht zum Opfer werden, darf nicht werden. Ne? Schießen Sie nicht auf den Torwart. Du musst das, wenn du irgendwas umgewöhnen willst, musst du das den gleichen Impuls mit was anderem füttern. Ne? Wenn ich nicht mehr Alkohol trinken will, dann muss ich etwas anderes tun. Also ich muss diese eine Abhängigkeit durch die andere ersetzen. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt keinen Alkohol mehr trinken. Das geht nicht. Also manche Leute schaffen das vielleicht, aber du musst das wirklich umimpfen. Ne? Du musst diese eine Gewohnheit durch eine andere ersetzen. Und das ist hier auch so. Also nicht zum Opfer werden. Intelligent handeln. Also wenn ich jetzt das Opfer der Wut, ich möchte, ich lerne, Wut ist kopflos. Ich möchte zumindest, wenn ich noch auf diesem Stadium bin, ich möchte Aggressionen noch anwenden, muss ich trotzdem lernen, bei mir zu bleiben. Kann man trainieren. Ja, die Nacht schlafen ist bei uns das stille Sitzen. Ja, unter Laborbedingungen betrachten, wie dieses innere Wetter ist. Weil du, also solche Wutsituationen, da kannst du nicht sagen, hör mal zu, ich möchte da eine Nacht drüber schlafen meistens, sondern du musst sofort reagieren. Und das machst du dann kopflos. Wenn du die Chance hast, eine Nacht drüber zu schlafen, dann hast du ja genug Distanz dazu. Und im stillen Sitzen lernst du eben mehr bei dir zu bleiben. Das hatte ich schon gesagt, da hören wir aber auch auf. Diese Arte-Doku mit dem Mathieu Ricard in der MRT, in der Magnetresonanz, nicht nur er, sondern andere Mönche auch und eben eine Kontrollgruppe, die keine Meditationserfahrung haben, dass die wirklich diesen Erstreiz viel doller haben und dann ebbt er ab. Und das ist der Weg auch. Du merkst, wo, da ist Wut in mir, viel doller als bei einem normalen Menschen. Also bei nicht meditierenden Menschen. Normale Menschen gibt es gar nicht. Sondern der Erstimpuls bei Leuten, die im stillen Sitzen geschult sind, ist viel stärker. Also du wirst nicht gefühlsneutral, sondern nimmst sie viel stärker wahr und dann ebbt das auch schnell wieder ab, weil du gelernt hast, damit umzugehen. Und bei Leuten, die nicht meditieren, bei denen wird es eben langsam erregt, Wut steigt und bleibt dann auch und geht nicht runter. Dann musst du eine ganze Nacht drüber schlafen. Also das stille Sitzen hilft dir auch in Bezug darauf, auf deine Erstreaktion. Na, du guckst dir das genau an, Wut. Okay, Wut. Okay. Und dann hast du schon genug Zeit, woher kommt die? Du hast der Auslöser. Ja? Wut ist ein Zeiger. Aufmerksam damit sein. Und dann merkst du, okay, das ist der Auslöser. Und wenn du so weit bist, dann kannst du schon intelligent damit umgehen. Auch wenn quasi noch dieser Nachhall der Wut in dir ist. Also es geht schneller als eine Nacht darüber schlafen. Weil diese Taktik Nacht darüber schlafen, bei Angst zum Beispiel geht das gar nicht. Das baut sich dann immer auf. Dann kannst du gar nicht genug schlafen, gar nicht ausreichend tief schlafen, weil du in Angst schleifen, was passiert morgen und bla bla bla. Also musst du schon anders dann wieder raus. Das hilft gar nicht immer. Eine Nacht drüber schlafen. Aber generell ist das gut. In diesem Sinne,
Sich Gedanken über einen guten Schlaf machen zum Beispiel ist auch wichtig. Was haben wir noch? Genau, Wut ist destruktiv. Aber das wirklich bei sich selber festzustellen. Genug für heute. Heftige Themen. Dann genießt den Tag, den letzten warmen Herbsttag. Und dann schlaft erholsam. Für die Leute, die gerne wollen, um 19 Uhr ist immer noch das stille Sitzen. Also das findet jeden Tag statt. Wenn ihr keine Fragen stellt, dann gibt es ja auch kein Gequatsche. Okay, habt ein schönes Wochenende. Und das Lächeln ist unsere Intention, unsere Richtung.